Einige von Ihnen finden die Funktion, die Sie unter Anwendungen Artikelkatalogdrucken finden, echt cool. Die Funktion, ja, was ist das? Sagt eigentlich der Name schon. Hier können Sie einen Katalog drucken. Ja, toll. Okay, ich gehe hier einfach drauf und was haben wir vor uns? Wir haben ein neues Fensterchen vor uns, in dem Sie, ein bisschen größer, okay, Ihre ganzen Artikel sehen. So, natürlich nur diejenigen, die nicht gelöscht sind, ist ja klar. Denn zum Löschen markierte Datensätze macht ja keinen Sinn, dass man es hier im Katalog mit anzeigt. Sie können bestimmen, was soll mit ausgedruckt werden. Die Artikelnummer, die Katalognummer, die Artikelbezeichnung, eine eventuell hinterlegte Zusatzbemerkung, eine Verpackungseinheit und den Verkaufspreis. Auf der linken Seite können Sie bestimmen, wie das Ganze sortiert sein soll. Nach Warengruppe, nach Lieferant oder nach Artikelbezeichnung oder nach Artikelnummer. Und wir sehen, je nachdem ändert sich auch hier unsere Liste. Wir sagen jetzt mal nach Warengruppe. Okay? So, und wenn wir uns das Ganze jetzt anzeigen lassen in der Vorschau, jetzt mache ich es ein bisschen größer, vielleicht ein bisschen breiter, damit Sie das besser sehen. So, ist zwar jetzt ein bisschen verzogen, aber ist egal. Es geht ja nur darum, dass Sie es besser sehen. Haben wir nun eine Preisliste mit der Testwarengruppe, mit PC-Spielen, mit Damenhosen und die dementsprechenden Artikel. Zum Beispiel hier bei PC-Spiele sind die lustigen Ninja-Kämpfer, Fang den Käfer und Mein Bauernhof drin. Und hier sind die Informationen, ganz vorne steht die Artikelnummer, dahinten steht der Preis, also alles das, was Sie gesagt haben, was Sie haben wollen. Wenn Sie sagen, pass mal auf, ich will jetzt die Katalognummer nicht mithaben, nehmen Sie das Häkchen raus. Jetzt, wenn wir es uns in der Vorschau ansehen, ist jetzt die Katalognummer weg, sondern es ist hier einfach der Artikel, die Verpackungseinheit und der Preis. Na, und natürlich dann dementsprechend die Artikelbezeichnung, ist ja klar. Aber so können Sie ganz einfach schon mal Preislisten rauslassen. Und das Schöne ist es, Sie könnten zum Beispiel sagen, was Sie nicht haben wollen. Begriffe ausschließen, ich sage jetzt mal irgendwas, alles was mit Muster zu tun hat. Und was so noch, und den Käfer will ich nicht haben. So. Wenn wir jetzt das Ganze hier speichern, sind diese Artikel jetzt weg, weil er sagt, überall wo irgendwie Muster und Käfer vorkommt, das soll nicht mit ausgedruckt werden. Demzufolge könnten Sie aber sagen, alles in dem, was weiß ich, heute oder heute drin steht, ne, wollen Sie angezeigt bekommen. Und somit haben Sie eine Ausschlussliste und eine Einschlussliste, in der Sie dann sagen können, okay, alles was mit heute vorkommt, soll gedruckt werden. Aber wenn in der Bezeichnung irgendwo bei heutiger Artikel zum Beispiel Käfer vorkäme, dann wäre heutiger Artikel Käfer natürlich kein Treffer. Und somit können Sie also dann wunderbar Ihre Listen definieren. So, und wenn Sie sagen, das will ich, will alles wieder, dann löschen Sie einfach diese Ein- und Ausschlusslisten dementsprechend. Und ja, und dann können Sie Ihre Kataloge ausdrucken und dann vielleicht einen Kunden mitgeben. Oder Sie könnten sagen, ich will nur irgendwas von der Warengruppe ausdrucken. Oder keine oder alle Angebote mit ausdrucken, geht natürlich alles.